1905 war das. Oh, jetzt ruckelt's. 1905 war so sein kreativstes Jahr, da hat er es auf die Beine gestellt. Und ich kann mal so ganz grob erklären, worum es dann geht, und im Sinne von Zeitdifferenzen und so weiter. Ich brauche eine Crafting Box, gibt's da vorne. Es geht darum, dass oder es gibt sehr viele Sachen bei Relativität, nicht unbedingt das mit den Zeitreisen. Zum Thema Zeitreisen, genau. Ich gehe mal auf das spezielle Thema Zeitreisen gerade ein. Die Sache war so, er hat ein Gedankenexperiment gemacht, wo er zum Beispiel ein oder zwei Zwillinge gehabt hat und einen hat er in ein Raumschiff gesetzt, was mit Gasgeschwindigkeit, nein, natürlich nicht, mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Und den anderen hat er auf der Erde gelassen. Und von dem Gedankenexperiment her wäre Folgendes rausgekommen, dass der eine Zwillingsbruder, der sich in dem Raumschiff befindet, nicht so schnell gealtert ist wie dieser, der jetzt gerade auf der Erde, sag ich jetzt mal, gelebt hat. Also, dass dort eine kleine Zeitdifferenz es gegeben hat. Und zwar soll das auch funktionieren, wenn man auf einem Berg ist, zum Beispiel, und im Tal. Da gibt es auch Unterschiede. Moment mal, den lege ich gerade mal ganz kurz. Weil das hat was mit Gravitation unter anderem zu tun. Einstein ist in dem Fall auf die Idee gekommen, dass Beschleunigung oder Bewegen in einem Raumschiff und Gravitation ein und dasselbe sind. Das kann ich sogar versuchen mal zu erklären, weil es ist gar nicht mal so schwer zu verstehen. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn du in einem Auto sitzt, dann erfährst du ja auch eine Kraft durch Beschleunigung, wirst nach hinten gedrückt. Und wenn du auf dem Boden stehst, erfährst du eine Kraft, die dich nach unten auf die Erde drückt. Und die Kraft, die dich auf die Erde drückt, also auf den Boden drückt, das ist die Fallbeschleunigung, also G. Und das sind, habe ich kurz dran gemacht? Ja, habe ich gemacht. Das sind 9,81 Meter pro Sekunde in dem Fall. Das werdet ihr vielleicht öfters mal in Physik brauchen, vielleicht in der Schule, wird in der Formelsammlung drin stehen. G, 9,81 Meter pro Sekunde. Und diese Beschleunigung wirkt jetzt gerade tatsächlich auf euch, dass ihr auf dem Boden bleibt, dass die Erde beschleunigt. Wenn ihr den Gegenstand nach oben wirft, dann wird ihr tatsächlich mit 9,81 Meter pro Sekunde beschleunigt nach unten. So ist die aktuelle Lage. Und, okay, ja, hier. Scheiße. Na, okay, das muss ich gleich noch ein bisschen ändern. Und jetzt die Sache, wenn man natürlich in einem Raumschiff, sage ich jetzt mal, ist, was fliegt und was dieselbe Beschleunigung hat, sage ich jetzt mal, dann entspricht das ungefähr auch der gleichen Zeit, sage ich jetzt mal. Also es ist vielleicht doch ein bisschen komplex zu erklären, aber vielleicht kommt man doch dahinter in dem Fall. Also man kann das sogar mit Formeln ausdrücken. Im Raumschiff ist praktisch so, wenn man nach vorne fliegt, ist, oder sagen wir so, genau, nicht andersrum. Wenn man nach Rakete sitzt, die nach oben fliegt, so rum war das erklärt worden. Wenn man nach Rakete sitzt, die nach oben fliegt, ist es genau das gleiche, wie als wenn man auf dem Boden steht, die Gravitation wirkt auf einen drauf, insofern die Beschleunigung in dem Fall gleich ist. Okay, in sowas in der Art. Und dass die Zeit bei dem, es gibt, man kann das irgendwie mit Formeln ausdrücken, aber ich sag mal so, ich gehe nur mal auf die Ergebnisse ein, was das bedeutet, weil es sonst eigentlich, glaube ich, zu schwachsinnig ist, das Ganze jetzt zu erklären. Und ich in dem Fall auch nicht mal alles, glaube ich, auf die Beine stellen könnte und beweisen könnte und ach und krach, das ist auch gar nicht nötig, Unsinn. Wir sind hier, wie gesagt, nicht in der Schule, ich erzähle einfach nur so ein kleines bisschen nebenbei. Relativitätstheorie hat jeder mal gehört, aber theoretisch, wenn man jetzt gleich vielleicht ein bisschen zuhört, kann man das ja mal so ein bisschen rausbringen, ein bisschen Anführungszeichen auch bei Kumpels klugscheißern oder so, falls es angebracht ist. Ich weiß ja nicht, wie es so bei euch ist. Jedenfalls kann man sich das so vorstellen, an einem Ort mit sehr hoher Gravitation ist es so, oder soll es angeblich so sein, laut dem Gedankenexperiment, dass die Zeit dort langsamer vergeht. Das heißt, theoretisch in einem schwarzen Loch ist im Prinzip ein Stern. Jetzt sind wir schon wieder schwarzen Löcher. Oh. Jetzt wird's, jetzt geh, jetzt pass auf, jetzt passiert Folgendes. Wir switchen schon wieder die Themen, weil die Zwangsläufe miteinander zusammenhängen und ich, um das eine zu erklären, das andere auch erklären muss. Und ja, okay. Deshalb, okay. Das kommt jetzt gleich auch noch dazu. Schwarze Löcher werden in dem Fall auch so ein Fall. Ihr habt sicherlich schon gehört, schwarze Löcher sind so Löcher, sage ich jetzt mal, im Weltall nicht zu sehen. Werden nur als schwarze Löcher bezeichnet, weil das Weltall schwarz ist, deshalb denkt, dass die auch schwarz wären. Aber in Wirklichkeit absorbieren die einfach nur alles Licht und schicken kannst zurück. Und, okay, das passt eigentlich schon fast. Ich gehe mal zurück und mach die restlichen Treppen. Oh, jetzt habe ich mich wieder mitten im Satz verloren, weil ich jetzt wieder gerade dran denke, wenn ich jetzt bei Relativitätstheorie bin, Zeitunterschieden und ähnliches, dass wir dann schon wieder. Oh je. Es ist so viel zu erzählen praktisch, und wenn ich dann einmal im Thema drin bin, dann wird's eng. Ich glaube, die Treppe hier vorne baue ich noch ein bisschen aus. Ja, die baue ich noch ein bisschen aus. Und hier einen Weg könnte ich auch noch entlang ziehen. Mach ich am besten gleich mal. Okay, ja.
Also, ich sag mal so, Zeitreisen wären möglich, laut Einstein, insofern man in die Zukunft reisen möchte. Aber in die Vergangenheit wird das nicht gehen. Nur Zukunft wäre möglich. Also im Klartext, man setze sich einfach in ein Raumschiff, fliege mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend und es würde Folgendes passieren, dass man einfach, wenn man landet, jetzt zum Beispiel nicht eine Stunde geflogen ist, sondern zwei Stunden, obwohl die Uhr gerade mal eine Stunde angezeigt hat und tatsächlich nur eine Stunde gealtert ist. So jedenfalls wird Theorie. Ich hoffe auch, dass ich alles einigermaßen richtig erklärt habe. Wie gesagt, alle Angaben sind komplett ohne Gewähr in dem Fall. Sowieso eigentlich immer. Also wenn ich was sage, dann ist sowieso alles ohne Gewähr. Okay. Das wird zu sagen zum Thema Zeitreisen. Zukunft würde wie gesagt nicht gehen, weil Vergangenheit würde wie gesagt nicht gehen, weil wie soll man etwas zurückkehren, was schon passiert ist? Man entfernt sich oder ich glaube, es hat mir jemand mal so gesagt, das war, habe ich jetzt nicht so irgendwo gelesen oder so, also es war jemand auch aus meiner Abi-Klasse, hat gemeint, wir bewegen uns mit unserer tatsächlichen Geschwindigkeit oder aktuellen Geschwindigkeit durch den Raum, aber mit Lichtgeschwindigkeit durch die Zeit. Und da Lichtgeschwindigkeit ist übrigens auch eine Geschwindigkeit, die eigentlich nicht zu überschreiten ist, glaube ich, laut Einstein. Es geht nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit. Deshalb wird man auch wahrscheinlich nie da rankommen an die Vergangenheit. Und jetzt, pass auf, Achtung, jetzt kommt gleich wieder ein kleiner Themenwechsel, aber das macht ja nichts, weil wir das eh alle gewohnt sind. Warum man Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen kann, das kann ich eventuell ganz gut erklären sogar. Pass auf, warum es nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit geht oder warum man Lichtgeschwindigkeit nicht so wirklich erreichen kann. Ich glaube, im CERN oder seit neuesten Experimenten geht es, aber hier und da, laut Einstein war es so, er hat das sich so vorgestellt oder so erklärt, dass man muss sich so vorstellen, man fliegt mit einem Raumschiff, übrigens Lichtgeschwindigkeit ist ungefähr, ich kann es sogar auf die Zahl genau sagen, weil ich es mal auswendig gelernt habe, ich sag mal 300.000 Kilometer pro Sekunde, in Wirklichkeit sind 792,458 Kilometer pro Sekunde. Aber man muss sich so vorstellen, man sitzt in einem Raumschiff, das fliegt gerade mit 200.000 Kilometern pro Sekunde. Und es kommt einem ein Raumschiff entgegen, was 250.000 Kilometer pro Sekunde hat. Mit welcher Geschwindigkeit sieht man das dann entgegenkommen? Man muss ja bedenken, die eigene Geschwindigkeit, also fangen wir so mit eigenen Autos. Man fährt mit 25 km/h auf einer Strecke und dann kommt eins mit 20 km/h entgegen, ein Auto. Natürlich, okay, wir reden von der 30er-Zone. Dann kommt eins mit 30 km/h entgegen. Nee, Quatsch, doch, okay, sagen wir mal 20, damit die Zahlen einfach sind. 25 und 20. 30 würde auch gehen, aber dann wird sie Lichtgeschwindigkeit überschreiten, wenn wir es hochrechnen. Also 20 und 25, dann würden wir praktisch das entgegenkommende Auto mit der Geschwindigkeit von 45 km/h sehen, nämlich die 25 plus, also die eigene Geschwindigkeit plus die Geschwindigkeit des entgegenkommenden. Wenn man das jetzt ins Weltall bezieht bei so hohen Zahlen, wäre es so, dass wenn natürlich ein Raumschiff mit 200.000 km/h fliegt und eins mit 250.000 km/h entgegenkommt, dann sieht man es trotzdem nur mit 300.000 km/h entgegenkommen, nicht mit 450.000 km/h. Kann man das einigermaßen nachvollziehen, weil Lichtgeschwindigkeit heißt ja, dass wir, dass das Licht so schnell fliegt und alles, was wir sehen, besteht aus Licht in dem Fall. Das kann ich jetzt übrigens, jetzt würde wirklich daneben nächste Themenwechsel kommen, weil um diesen Satz zu verstehen, muss man nämlich vorher etwas anderes wissen. Und bei mir ist es so, ich versuche das so zu erklären in dem Fall, dass das auch komplett in so einem Komplettpaket verstanden wird eigentlich. Kann natürlich mit rechnen, viele werden es verstehen, einige werden es nicht verstehen. Ihr müsst immer bedenken, ich habe hier in dem Fall ein relativ großes Publikum, was zuhört bzw. zuschaut. Natürlich jetzt beim Farmen und ach ja, theoretisch kann man jetzt eigentlich Screen wechseln, weil ich ja eh nichts mache. Genau an dieser Stelle. Wer ist übrigens jetzt gerade direkt aktiv beim Zuschauen, während ich farme? Und wer hat jetzt gerade den Screen gewechselt, weil ich ja sowieso nur ein bisschen hier das baue und nebenbei ein bisschen was erzähle? Genau, das wäre jetzt auch interessant. Wer hat das tatsächlich gerade gemacht? Wer hat gerade Screen gewechselt? Dann fange ich nochmal an, warum das so ist, dass man das nur sieht mit 300, also mit Lichtgeschwindigkeit entgegenkommen und nicht mit 450.000. Das wäre ja schon 1,5-fache Geschwindigkeit. Theoretisch wäre es eher logisch, dass man es auch ein schneller Entgegenkommen sieht, aber es würde nicht funktionieren. Ich kann jetzt erklären, warum, wenn ich den Gas erledigt habe. Jawohl, schrei du nur. Oh nein, jetzt habe ich gerade einen Zombie-Pigman. Nein, ich habe einen Zombie-Pigman. Nein. Nein. Ich habe gerade einen Zombie-Pigman gehauen, weil ich den Pfeil geschossen habe. Ich muss mich gerade verziehen, sorry. Sorry. Ich muss mich gerade verziehen, der wird mich sonst jetzt hier lynchen. Puh.
Autsch, autsch, autsch. Autsch. Wow. Die kommen hoch. Wow, die kommen hoch. Sorry, sorry, sorry. Das wird ganz kurz unterbrochen. Das wird natürlich fortgesetzt, das Thema. So ist es nicht. Ich werde das nicht vergessen. Wir sind beim Thema Licht und stehen geblieben. Ich sag mal so, vielleicht wird es auch in der nächsten Folge sein. Vielleicht war da ein Schnitt drin oder wie auch immer. Oder tralala, ihr wisst es jetzt schon. Ich sag mal so, ich werde es noch fortsetzen. Wer das Ganze verstanden hat, warum das so ist, kann das auch gerne mal schreiben in den Kommentar. Das würde mich mal interessieren, wie viele tatsächlich das Ganze verstanden haben. Neben dem, was habe ich, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war, ob männlich oder weiblich, je nachdem, sollte man auch immer eintragen. Genau, es war in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob es in dieser letzten war. Na, Zombie? Bist du mir friedlich gesinnt? Ach ja, der geht wieder. Und der da? Jetzt hier Zombie-Invasion. Pikmin, Zombie-Pikmin-Invasion, na toll. Ich guck gerade mal. Okay. Nee, doch nicht. Hat sich's gerade anders überlegt. Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen blöd. Der Gas hat soeben das Gesprächsthema gesprengt. Den Rahmen gesprengt, wenn man das mal so formulieren kann. Naja, okay. Die Zombies sind mittlerweile friedlich. Also, ich will euch doch gar nichts tun. Ich habe jetzt auch keine geschlachtet. Mehr. Seit neuestem. Ist es hier eigentlich zu dunkel? Komisch, also ich frage mich, ob das ist, für mich ist es hier brandhell. Macht das nur nicht, dass ich eine Fackel setze? Kaum. Finde ich irgendwie kaum. Nee, das muss man eigentlich sehen können. Im Nether oder bei mir ist es ziemlich hell immer eigentlich. Ich weiß, dass, wie gesagt, manchmal ist es dunkel wegen Brightness und so, aber in dem Fall müsste es eigentlich hell sein. Nee, okay, also wie gesagt, das war jetzt so. Ich sag sehr oft, wie gesagt, ich weiß, ich sag sehr oft tralala, das weiß ich auch, aber auch nur, weil das irgendwie so drin ist. Jeder hat so Redewendungen oder Formulierungen, die man sich irgendwann eingeprägt hat. Was habt ihr denn für Redewendungen, Formulierungen? Jetzt kommt's genauso, kann ich genauso fragen. Was habt ihr denn für Redewendungen? Was sagt ihr so zwischendrin manchmal? Ich meine, das fällt ja manchmal auf. Viele sagen immer dazwischendrin, passiert mir natürlich auch in der Regel immer. Oder ich sag gelegentlich auch mal aber New York oder oder Joa oder irgend sowas, ich weiß nicht, oder kommt mir so vor. Naja, egal, in dem Fall. Gut, gut, gut. Das Gesprächsthema, wie gesagt, hau ich jetzt gleich noch wieder weiter raus. Kann ich eigentlich gerade schon machen? Oder? Kann ich das machen? Ghast. Ja. Ich hoffe mal, das mit Licht ist so verstanden gewesen, aber ich kann gerade erklären, warum nur. Da kommt jetzt wiederum Biologie ins Spiel. Warum das so ist mit Augen und mit Licht. Was ist Licht überhaupt? Genau, das kann ich jetzt gleich weiter zwiebeln. Ich weiß nicht, also ihr könnt gerne die Themen, die ich anspreche, in den Kommentaren diskutieren, besprechen. Mich interessiert das ja auch, ob das jetzt hier auf regelrecht positives Feedback stößt. Ihr könnt gerne auch das Video pausieren, da was zwischenschreiben und weiterschauen. Muss nicht unbedingt am Ende sein, weil sonst wird immer einiges immer vergessen. Ich sag mal so, ich fange mal mit dem Thema Licht jetzt weiter an. Ich weiß, ich bin sehr viel geswitcht, aber das Thema Licht, da kann man wohl doch einiges dazu sagen und es plausibel erklären. Das wird wohl auch noch im Biologieunterricht kommen, bei Photosynthese zum Einsatz. Und auch in der Physik, im Abi in dem Fall, bei Fotospektren in dem Fall oder Spektrallinien. Und Fotoeffekt kommt das Ganze noch und Röntgenstrahlung. Genau, Röntgenstrahlung kann ich auch alles erklären, denke ich mal. Ich hoffe mal, das ist interessant. Ich weiß nicht, da sind so Themen, die eigentlich im Alltäglichen schon ganz interessant sein können. Und deshalb spreche ich sie ja auch an. Deshalb interessiert mich das in der Regel ja auch so. Und ich freue mich in dem Fall immer, wenn das wirklich gut ankommt. Also wie gesagt, ich hau es einfach mal raus. Licht. Licht ist Strahlung. Und diese Strahlung, sage ich jetzt mal, sind Photonen, falls das schon jemand gehört hat. Also eine Photonenkanone wäre in diesem